Leute und willkommen zur neuen Folge World of Buildings 5. Ich bringe die heutige Folge mal ein bisschen damit, dass ich ein bisschen euch Update gebe, weil Lulu hat in unserer alten Base hier und da noch auf jeden Fall ein bisschen weitergearbeitet, was auch eigentlich schon längst fertig ist, aber wo ich eigentlich noch nie wirklich gezeigt habe. Ich hatte ein bisschen die Baumfarm abgegradet und hat die schön ausgekleidet hier mit Fässern überall. Naja, Decke fehlt auf jeden Fall noch. Auf jeden Fall eine Menge Arbeit, wo er halt nebendran halt die ganze Zeit noch gearbeitet hat. Dann hat er einmal hier noch eine Wabenfarm, glaube ich, gebaut, die ja, die unbedingt brauchen, aber wo einfach ganz nice ist, die zu haben. Also hier drüben mit Honigblöcken, beziehungsweise Honig generell. Einfach so zwei nice Farmen, die wir halt nicht brauchen, aber wo er halt mal gemacht hat. Und da hinten haben wir halt für uns einen One-Shop, hat er hier noch ein paar mehr Schafsfarmen gebaut. Oben hat man halt nicht genug Platz, deswegen hat er hier einfach die restlichen Farben noch gemacht. Was auf jeden Fall mal eine sehr nice Sache ist. Dann kann ich mal so ein bisschen über die Pläne reden, die ich auf jeden Fall in dieser Folge vorhab. Denn es soll wirklich endlich mal an der Zeit sein, dass wir diesen riesigen Nebenfluss, den wir hier geplant haben, mal so langsam anfangen, in die Tat umzusetzen. Er wird jetzt nicht hier komplett durchgezogen, aber ich habe schon zwischen den Folgen in den letzten immer mal wieder hier und da mal was geterraformt und da ein paar Hügel abgetragen, das ist ein bisschen geebnet oder so. Aber gerade kurz davor, bevor ich das aufgenommen habe, habe ich hier jetzt nochmal um die 2 Stunden ein bisschen mehr das wirklich aktiv geterraformt, weil das der ganze hier umzusetzen ist gar nicht mal so einfach. Erstens, weil es einfach hier und da von dem hier mal wieder ein, zwei Blöcke hoch oder runter geht, hier, aber auch von hier nach da. Deshalb ist das Nebelloch auf keinen Fall eine einfache Sache, das jetzt zu bauen. Da werden eben verschiedene Übergänge hier reingebaut werden müssen. So wichtiger ist es, dass man eben genau weiß, wo es jetzt genau hoch und runter geht. Dass hier im roten Biom ein Block weiter unten ist und hier eben ein Block weiter oben. Dass man das besser bauen kann, weil natürlich, wenn es hier auf der Ebene ist, muss es hier 17 tief. Aber hier muss ja auch 17 tief, aber hier ist dann sozusagen eins tiefer als da. Das muss man ja auch bei dem Aushöhlen des Lochs machen. Generell auch die ganze Form vom Fluss noch. Das sind alles so Sachen, die ich jetzt im Vorfeld geregelt habe. Das war auf jeden Fall im Vorfeld schon mal eine Menge Arbeit, die man jetzt auf jeden Fall so gar nicht sieht eigentlich. Ich würde sagen, wir tun das immer so in Abschnitte teilen. Das hier ist ja zum Beispiel jetzt alles hier auf einer Höhe. Das kann man gut in einen Abschnitt machen. Da kann man dann sozusagen sagen, dass man jetzt erstmal die eine Hälfte in einen Abschnitt macht und das macht und die andere Hälfte des Nebensloch in dem anderen Abschnitt. Zudem habe ich das jetzt alles bis fast da hinten gemacht. Hier weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das mit diesem Runtergehen machen muss. Hier werde ich vielleicht noch ein bisschen Berg einfach generell terraformen müssen. Das heißt, wir werden das hier nur bis noch genug Platz habe, das alles zu machen. Das einfach erstmal bis hier machen. So, den Teil wird auf jeden Fall nur bis hier gehen. Und auf der anderen Seite des Flusses. Also du siehst ja, der Fluss wird hier immer wieder schmäler, enger und so. Ich werde hier vielleicht nur bis den Teil auf jeden Fall machen. Und weiter will ich auch noch gar nicht machen, weil hier ist einfach so ein Gebiet, was so Ewigkeit weg ist. Es wird noch dauern, bis wir da überhaupt hinkommen. Und da wissen wir nicht, was genau hier noch genau hinkommt. Ein paar kurze Vorstellungen haben wir. Aber wie genau eben hier was entsteht, wissen wir nicht. Deswegen würde ich das Nebelloch, wenn überhaupt hier so weit kommen, nur bis maximal hier machen. Mal gucken, vielleicht könnte man eine Brücke noch irgendwo machen. Genau, kann man noch Brücken hier vielleicht noch rüber machen. Das ist auch keine schlechte Idee. Wenn wir einfach mal von da hinten anfangen. Weil hier ist relativ einfach noch. Das heißt, ich setze es hier jetzt mal mit grüner Wolle so ein bisschen die Grenze. Das einzige Schwierige ist wirklich dann die Übergänge so ein wenig. Ich würde sagen, wir tun jetzt erstmal eine Wand durch blauen Beton austauschen, die andere durch roten. Sagen an, abzugrenzen. Ab welcher Hälfte? Mache ich jetzt einfach mal. Ich glaube, das sollte ich nicht so viel nachdenken, weil Denken ist nie gut. Nachdenken ist gar nicht gut, ne. Einfach das irgendwie machen. Das einfach jetzt abgrenzen und sagen, bis dahin ist jetzt rotes Gebiet, rotes Nebelloch. Bis zur anderen Seite ist dann blaues. Okay, Leute. Erstes etwas kleinere Nebelloch vom Fluss ist jetzt fertig. Dieser Abteil eben, der gerade noch schön gerade ist. Und man muss sagen, es
Sieht an sich eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ganz klar, hier fehlt eben noch ein bisschen Konturbild, die jetzt stört, hier generell, wo dann das ganze Prismarion und Copper kommt. Aber es passt an sich eigentlich schon. Genauso habe ich es mir nämlich ungefähr vorgestellt auch. Also jetzt die erste Besonderheit, dass diese zwei Nebenläufe eben ineinander verschmelzen. Und jetzt kommt eben das noch, dass es hier auf verschiedene Ebenen jetzt noch Unterschied geben wird. Mal schauen, ob es dann dadurch besser aussieht oder dadurch schlechter. Da muss man einfach mal gucken. Wenn du das Seite schaust, erkennst du halt schon, dass es so ein bisschen, naja. Aber gerade wenn du von oben einfach runterschaust, sieht es so geil aus, wenn die ineinander verschmelzen. Mal an, so ein bisschen das weiterzuziehen. Hier würde ich dann auch erstmal wieder eine kleine Grenze machen, dann einfach den Abteil. Ich glaube, es ist ganz klug, wenn ich jetzt einfach mal in der obersten Schicht schon mal das Glas so hinbaue, wie es dann auch später sein wird. Und dann anfangen, darunter die Löcher zu buddeln. So, wenn das jetzt sozusagen weiter nach unten ziehen würde, passt das, glaube ich. Vielleicht noch ein bisschen mehr blau. Ach, kacken. Wenn der Übergang vom roten ins blaue Nebelloch kommt, dass dann dieser ein Block Unterschied kommt. Weil irgendwie ist hier jetzt so ein ganz kleiner Teil, so auf einem Block, dann geht es direkt wieder hoch. Das wird sozusagen das ganze rote Glas eins nach unten setzen. Weil es macht auch viel mehr Sinn, weil es ja dieses rote Biom, wo ja ein Block weiter unten ist. Das macht ja auch Sinn, dass das Nebelloch an dieser Stelle eins weiter unten ist und nicht, dass ein Teil vom roten ein Block unten ist und dann geht es wieder im roten hoch und dann gibt es den Übergang aufs blaue. Das ist alles kacke aus. Also, erste Reaction. Wie sieht das aus? Ey, so kannst du aber Fische machen. Wie sieht das Ganze aus? Ja. Von oben sieht's geil aus. Oben, ja, mit gutem Passt, passt. Unterschied. Passt. Ja. Siehste, sag ich doch, den Übergang kannst du einfach so lassen. Da passiert nichts. Das sieht man nicht. Ja. Das ist recht. Das mit dem Fackeln sieht man echt nicht. Ich kann krass bauen, weißt du? Ich weiß das. Ja. Ja. Glaub ich Ja, wenn es noch lassen. irgendwie Slabs geben würde, so. Ja. Oder Treppenstufen. Das Glas wäre nicht schlecht, ja. Okay, Leute, also es war ja auch gerade eine Timing so ein bisschen. Wir haben hier übrigens die ganzen Kisten mal unten abgebaut und das hier ein bisschen so ein bisschen auf größeres Lager gemacht. Aber das See ist ordentlich weitergegangen. Also wir haben jetzt hier mehr oder weniger die ganze Fläche gemacht, was jetzt die größte Fläche an sich war, also der größte Abteil. Haben hier schon mal den Übergang zum nächsten gemacht und jetzt wird hier halt nochmal gerader Teil gemacht. Aber uns geht so langsam ein bisschen die Ressourcen aus, was an Glas geht. Ja mal einiges mit HDX getradet, davon ist auch nicht mehr so viel da, circa die Hälfte noch, aber an anderen Zeug wie jetzt einfach. Beziehungsweise ist das jetzt auch ein bisschen auf lange Zeit ermüdend. Wir haben auch hier noch so ein bisschen was gemacht und ich glaube, der Teil müsste auch komplett neu sein vom letzten Stand ansonsten. Und man muss natürlich sagen, es sieht jetzt nicht so krass aus, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Aber für das, was es eben sein soll, eben eine Grenze zwischen den beiden Biomen, ist es in Ordnung. Vor allem, wenn man drüber fliegt, sieht es dafür sehr, sehr geil aus. Also da merkt man auf jeden Fall großen Unterschied. Gerade fehlen halt auch noch die Blöcke direkt an dem See. Das wird auch auf jeden Fall noch ein bisschen das Ganze aufwerten. Und es ist ja noch die Wolle sozusagen. Aber circa über die Hälfte des gesamten Flusses ist damit fertig. Und da sagen wir jetzt auch einfach, dass wir jetzt einen kleinen Cut hier setzen. Vor allem, weil, glaube ich, auch die Folge so langsam extrem lang wird sonst. Das werden wir wahrscheinlich dann zwischen den Folgen oder einfach mal am Anfang der Folge mal auf jeden Fall das Ganze weiterbauen.
Aber an sich ist das für den ersten Teil auch fertig, weil wir genau da jetzt gestoppt haben, wo eben wir auch hier mit dem Terraform fertig sind. Das soll dann auch eine Folge gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.